Herzlich willkommen zum Training mit dem Springseil. Ja, mit dem Springseil kannst du ideal deine Ausdauer, deine Koordination, aber auch deine Stabilität der Sprunggelenke trainieren. Und ein riesen Pluspunkt ist, dass du eine Menge Kalorien verbrennen kannst. Denk daran, dich gut aufzuwärmen und ich wünsche dir viel Spaß. Bevor du mit deinem Training loslegst, möchte ich dir gerne 3 Punkte mitgeben, damit dein Training zu Hause optimal ablaufen kann. Das erste ist, achte bitte unbedingt auf die Qualität deines Springseils. Das zweite Wichtige ist die Länge des Springseils. Stell das bitte so ein, dass die Griffe ungefähr auf Brusthöhe sind. Und dann achte noch auf viel Platz um dich herum, damit du dein Training gut durchziehen kannst. Die größte Herausforderung beim Springseilspringen wird die Koordination sein. Damit du das optimal lernen kannst und aufbauen kannst, haben wir das Erlernen der Koordination für dich in 4 Stufen aufgeteilt. Der Henning zeigt uns jetzt erstmal Stufe Nummer 1. Und zwar beginnst du mit beiden Füßen zu springen, zu bouncen und das Springseil schwingt neben dem Körper nur auf einer Seite. Wenn du das auf einer Seite geübt hast, wechselst du zur nächsten Seite. Stufe Nummer 2 wäre dann der Wechselschritt. Das heißt, das Springseil schwingt weiter und die Füße springen im Wechsel rechts, links. Auch hier natürlich noch die andere Seite. Wenn du Stufe 1 und 2 erfolgreich durchgeführt hast, kommst du jetzt zu Stufe Nummer 3. Stell dich dafür bitte einmal vor dein Springseil und halte die Griffe jeweils rechts und links gleichmäßig neben dem Körper. Beginn nun zu springen, erstmal mit beiden Füßen gleichmäßig. Im Anschluss kommst du dann zu Stufe Nummer 4. Auch hier hast du wieder den Wechselschritt, genau wie bei vorhin der Stufe Nummer 2. Und schwing die Griffe gleichmäßig weiter neben dem Körper. Hier noch eine Idee für deinen Trainingsplan zu Hause. Ich empfehle dir, erstmal 3-mal in der Woche zu trainieren. Konzentriere dich in der ersten Woche darauf, 20 Sekunden lang zu springen und 20 Sekunden Pause zu machen. Wiederhole das Ganze 6-mal hintereinander. In der zweiten Woche bleibt die Pause bei den 20 Sekunden und du erhöhst die aktive Zeit, in der du springst, auf 30 Sekunden. Die dritte Woche bleibt wieder von der Pause gleich und die aktive Zeit erhöht sich auf 40 Sekunden. Hier noch ein paar Hinweise für einen reibungslosen und optimalen Übungsablauf. Schau bitte, dass deine Nacken- und Schultermuskulatur immer entspannt und locker ist. Zudem holst du den Schwung immer nur aus dem Handgelenk. Dann, wenn wir noch weiter nach unten wandern, schaust du bitte, dass deine Sprünge nicht zu groß, sondern eher klein gehalten sind und achte auf ein stabiles und festes Schuhwerk. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Workout und bist ordentlich ins Schwitzen gekommen. Gib mir dazu gerne mal ein Feedback. Hast du noch weitere Fragen zu den Produkten, zu weiteren Trainingsvideos oder zum Fitteam Personal Training, dann klicke bitte auf den unten stehenden Link und wir sehen uns ganz bald. Ciao!